Ja, keine Macht dem Bechterew. Meine Selbsthilfeseite bei Facebook. Mein Name ist Thomas. Ich versuche hier über das Internet den Leuten einiges deutlich zu machen, wobei es bei Morbus Bechterew geht. Ich selber habe Morbus Bechterew seit 23 Jahren und versuche alles Mögliche dagegen zu tun. Die Krankheit an sich ist eine schwerwiegend rheumatische entzündliche Erkrankung, bei der hauptsächlich die Wirbelsäule beteiligt ist, aber auch andere Gelenke es sein können. Starke Erschöpfungszustände, die ich derweil auch selber habe. Ja, ich, wie gesagt, bin dabei, mein Leben so zu gestalten, dass ich ein normales Leben leben kann. Habe eine Selbsthilfeseite bei Facebook, die ich gerade schon angezeigt habe, aber auch eine Homepage, die ich euch jetzt mal kurz zeige. Und zwar Morbus Bechterew. Du brauchst sehr viel Bewegung, um deine Schmerzen in den Griff zu bekommen. Ich vornehmlich habe mich dazu entschlossen zu laufen. Und zwar Marathon. Ist vielleicht nicht unbedingt die Art und Weise, wie ihr euer Leben gestalten sollt, aber das ist halt meine Vision. Ich ja, versuche auf dieser Homepage, die sich nennt www.morbusbechterew.yimdo.com, alles dagegen zu tun, um schmerzfrei leben zu können. Natürlich nehme ich auch Medikamente, nicht zu wenig, und versuche das aber so zu gestalten, dass ich so wenig wie möglich zu mir nehme und einen gewissen Schmerzpegel einfach auch aushalten muss, ne? Sonst geht es auch viel zu sehr auf die Organe. Ja, derweil schreibe ich einen Blog auf meiner Homepage bezüglich einer Ernährungsumstellung im Rohkostbereich, welches den Säurespiegel verringern soll, Entzündungen halt runterdrücken soll. Ja, man merkt also, es gibt verschiedene Baustellen, medikamentös. Sehr viel Sport machen, Bewegungssport. Ja, ich denke auch viel über seine Krankheit lesen, sich mit anderen Leuten austauschen, nicht stehen bleiben bei der Sache. Es gibt immer wieder Tiefphasen. Ich werde jetzt auch in den nächsten Tagen wieder ins Krankenhaus gehen, um mich medikamentös neu einzustellen. Aber ich habe immer Ziele in meinem Leben, auch wenn ich am Nullpunkt bin, und versuche das Bestmögliche rauszuholen. Wäre schön, wenn ihr meinen Blog weiter verfolgen würdet. Ja, in den nächsten 14 Tagen, wenn ich ins Krankenhaus gehe, werde ich nicht schreiben können, aber danach bin ich eigentlich täglich online. Und wer mir Fragen stellen möchte, kann das gerne auf meiner Homepage im Gästebuch tun oder bei Facebook auf der Seite Morbus Bechterew und trotzdem fit. Ja, würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal reinschauen würdet. Ja, bis dann.